Ich würde jetzt sehr, sehr gerne in München sein, um mit Ihnen gemeinsam die Eröffnung des neuen Studienjahrs zu feiern. Und ich hoffe, Sie haben im Anschluss noch ein schönes Fest. Mit Ihnen, mit euch, die wir 8 Jahre lang an dieser Akademie zusammengearbeitet haben, um nach einem Jahr erneut wieder Gespräche aufzunehmen und mit Ihnen, die Sie anfangen, Ihr Studium hier an der Akademie, um Sie kennenzulernen. Es ist leider nicht möglich. Die Umstände sind so, dass ich die Einladung meines Freundes nicht annehmen konnte. Der Jürgen Drescher möge das entschuldigen, aber es geht halt nicht. Also, Sie beginnen jetzt ein neues Studienjahr und für dieses wünsche ich Ihnen wunderbare Erfahrungen, die Ihnen Impulse geben, auch darüber nachzudenken, was ein neues, ein zukünftiges Theater sein könnte. Ich denke, dass wir gemeinsam an diesem Theater, an dieser Theaterarbeit herangehen. Das heißt, man muss auch studienübergreifend denken und sie praktisch überführen, diese Arbeit, die ja alle Gewerke des Theaters einschließt, aber darüber hinaus natürlich auch eine Arbeit ist mit den emanzipierten Zuschauern. Zum Schluss meiner Begrüßung, die etwas entfremdet durch Video stattfindet, ein Teekannenspruch. Peter Handke prägt den Begriff im Hinblick auf Brechts Lehre. Dieser Teekannenspruch heißt: Auch für die Theaterausbildung gilt, dass die einzige wirkliche und produktive Konstante von Theaterarbeit das Risiko ist. In diesem Sinne also ein gutes Studienjahr. Toi, toi, toi für Sie alle. Das ist schon ein sehr seltsames Gefühl. Und bei der Vorstellung, dass man Namensgeber eines Preises ist, kommt doch der Gedanke, dass man eigentlich mit dem Namen eines Preises ja nur Verblichene verehrt oder ehrt. Nun, als Lo Aitle diesen Preis für zukünftige Dramaturgen auslobte, verband sie das mit meinem Namen. Lo Aitle war nicht so eitel, es mit ihrem Namen, mit dem Namen der Stiftung und der Spenderin zu verbinden. Ich habe mich dann überzeugt, dass es richtig ist, vielleicht sogar ist, dass dieser Preis meinen Namen trägt. Liebe Lo Aitle, liebe Lo Aitle Stiftung, ganz herzlichen Dank, dass Sie über Jahre Teilhabe an dieser Akademie hatten, indem Sie Studierende unterstützten und jetzt auch noch einen Preis ausloben für angehende Dramaturginnen und Dramaturgen. Es ist wunderbar, solche Freunde in der Akademie und für die Akademie zu haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Über Dramaturgie ist sehr viel geschrieben und geredet worden, auch von mir. Es ist auch nötig, glaube ich, diesen Zustand des Hybriden der Dramaturgie immer wieder neu zu beleuchten. Aber das will ich natürlich jetzt nicht tun, sondern ich will eigentlich etwas sagen, was mich bedrückt im Hinblick auf die Zukunft unseres Theaters. Meine Erfahrung ist, dass immer mehr produziert wird, immer mehr Neueinstudierungen, immer mehr Premieren, dass das auf Kosten von Proben geht und vor allen Dingen auch auf Kosten der Vorbereitungszeit. Ich bedauere das und ich glaube, eine der wesentlichen Aufgaben für Dramaturginnen und Dramaturgen für die Zukunft ist, sozusagen dafür zu sorgen,
dass eine Art Entzerrung stattfindet, dass man wieder Lust hat, genau vorzubereiten, was später auf der Bühne, in Räumen und so weiter erscheint. Ich denke, es ist etwas, was auch bedeutend sein kann. Schnellschüsse, ja. Aber sie können nicht zur Wirklichkeit des Theaters werden. Lassen Sie mich zwei Erfahrungen Ihnen mitteilen. Ich war noch nicht einmal 2 Monate am Theater. Das war im Oktober 1967. Als ich von einem Regisseur, der eine Inszenierung vorbereitete oder fing sogar schon mit den Proben an, Iphigenie von Goethe, dass er mich fragte, sagen Sie mal, vielleicht haben Sie noch Literatur, die ich vielleicht lesen könnte. Ich habe dann gesagt, ja, mein Lehrer Theodor W. Adorno hat einen sehr guten Essay geschrieben über diese verteufelte Humanität in diesem Stück. Als ich in meinem Büro war und er probte, hörte ich durch die Mithöranlage folgenden Satz, der mich aufhorchen ließ. Ich glaube, er kam mit der Probe nicht weiter. Der Zierlein, der ist der intellektuelle Totengräber des Theaters. Daraus lernen wir. Erstens, es gibt minder bemittelte Regisseure, denen man nur mit homöopathischen Dosen eigentlich sein Vermögen beibringen kann. Zweitens, man überlässt sie eigentlich dann ihrem Schicksal. Eine weitere Geschichte erzähle ich. Ich habe viele, viele Arbeiten mit Ruth Berghaus gemacht, eine auch Le Troyen von Berlioz. Und nach vielen Gesprächen, Vorbereitungsgesprächen, Sitzungen, tagelang, habe ich ein Essay geschrieben über 40 Seiten und habe der Ruth Berghaus diesen Essay geschickt. Darauf kam postwendend eine Postkarte. Da stand drauf, lieber Klaus, willst du die Trojaner nicht selbst inszenieren? Deine Ruth. Auch daraus lernen wir. Wir müssen sehr vorsichtig sein mit Regisseuren, mit wirklich guten Regisseuren, die wir in bestimmte Enge bringen können über das, was wir tun, über das, was wir sagen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn wir denn schon als Dramaturgen von Mittlerarbeit sprechen, dass wir lernen, den anderen zu verstehen, auch wenn wir erst glauben, wir hätten da ganz große Probleme mit. Ich denke, diese Art des Zuhörens und des Sprechens ist etwas, was Dramaturgie grundsätzlich auszeichnet, was sie gleichzeitig auch in Probleme stürzt. Ja, was bleibt mir jetzt noch? Dass ich gratuliere. Ich kenne die Preisträgerin, den Preisträger nicht. Trotzdem ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Als ich 1983 den Preis der deutschen Kritik bekam, bekam auch ein Schriftsteller, damals noch nicht sehr bekannter Schriftsteller, auch ebenfalls diesen Preis der deutschen Kritik. Und beim gemeinsamen Essen sagte er mir, ach mein Gott nochmal, jetzt habe ich den Preis der deutschen Kritik und das bringt ja kein Geld, es ist ein Ehrenpreis. Wenn die nächsten Juroren zusammensitzen, dann sagen die sich, der hat doch gerade den Preis der deutschen Kritik in der Akademie bekommen hier in Berlin. Da werde ich wieder übergangen, aber ich brauche doch Geld. Das passiert Ihnen, Preisträgerinnen, Preisträger, nicht dank der Lo-Eitel-Stiftung. Dann wünsche ich Ihnen noch ein gutes, gutes Studium. Mit dieser Unterstützung werden Sie viel mehr schaffen, als Sie glauben.